Freunde, gepflegte Rockmusik. Heute begeben wir uns ins Jahr 1987 und beschäftigen uns mal ganz kurz mit einem Album von John Cougar Mellencamp, The Lonesome Jubilee. Ich bin über einen Freund damals rangekommen und habe es zum ersten Mal gehört. Ich kannte bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nur die Sachen wie Jack and Diane, Hurt So Good. Der Mann war in den USA durchaus sehr erfolgreich Anfang der 80er Jahre. Die ersten Alben waren, ich sag mal, ein bisschen Springsteen-mäßig, typisch amerikanischer Gitarrenrock und waren gut, höre ich auch immer noch gerne. Für mich herausragend ist allerdings dieses Album. Beschreitet darin so ein bisschen den Weg Richtung Singer-Songwriter, weg vom Rockmusiker, sag ich mal. Neue Instrumente wie Akkordeon, Geige kamen hinzu, die Produktionen wurden etwas feiner und differenzierter und textlich wurde es halt relativ schwierig. Er bearbeitet in diesem Album den Tod eines Onkels von ihm und die üblichen gesellschaftlichen Probleme. Das hat er aber häufiger schon gemacht und auch in ganz vielen anderen Alben und Songs beschrieben. Und da ist es wirklich verwunderlich, wie auf diesem äußerst fröhlichen oder fröhlich klingenden Album mit seinen tollen, folkigen, manchmal ein bisschen country-mäßigen Melodien trotzdem so ernste Themen so gut behandelt werden können. Jeder Song macht irgendwie gute Laune. Viele Songs gehen auch wirklich fast richtig nach vorne. Also mal ein kleiner Blick ins Booklet nebenbei. Wenn ich an sowas wie Paper and Fire denke, Check It Out, super. Oder auch Hard Times for an Honest Man, We Are the People, ganz großartig. Unglaublich positive Musik. Wenn man mal bedenkt, was für einen ernsten Hintergrund dieses Album eigentlich hat. 2005 wurde es sauber remastered von Bob Ludwig. Ich kann, also gegenüber dem Vorgängeralbum hat es nochmal wirklich dazu gewonnen und noch mit einem Bonustrack versehen, den es vorher nicht gab. Aber klanglich auch echt gut. Ein wunderbares Album, um es mal ganz in Ruhe beim Spazierengehen, beim Autofahren zu hören. Es lohnt sich mal ein bisschen auf die Texte zu achten. Irgendwann kam dann halt die endgültige Abkehr vom Rockmusiker zum Singer-Songwriter, sag ich mal. Ich glaube, darunter würde man ihn heute führen. Er bringt nach wie vor Alben heraus von relativ hoher Qualität, wie ich finde. Wenn man aber auch merkt, dass der Herzinfarkt, den er, ich glaube, Mitte der, ich glaube 2007 oder wann das war, hatte, sich doch sehr auf seine Art, Musik zu machen, ausgewirkt hat. Das letzte und aktuelle Album, das gerade vor ein paar Wochen rausgekommen ist, ist schon sehr ruhig. Es sind ein paar gemeinsame Stücke mit Bruce Springsteen da drauf, aber die Spritzigkeit, die Energie, die dieses Album hier zum Beispiel hat, oder die Frühwerke, werden da leider nicht mehr so erreicht. Das ist halt ruhiger Erwachsenenmusik, nenne ich es mal. Hier hat man noch so ein bisschen den Rebellen mit drin. Das hört man auch in den Texten. Und insofern wünsche ich euch bei allem, was ich euch verlinke und was ihr hoffentlich auch mal anklickt und mal nachguckt, viel Spaß mit John Cougar Mellencamp, The Lonesome Jubilee. Tolles Album. Rock on. Ach ja, wenn euch gefällt, was hier auf dem Kanal passiert, lasst gerne einen Kommentar da, ein Like oder sogar ein Abo. Wir freuen uns. Und wenn sonst was ist, schreibt es uns auch. Rock on!